Hier im Kunstforum Mainturm in Flörsheim konnten die Künstler Jürgen Wolf und Heiner Thiel ihre Arbeiten im Frühjahr 2024 über 3 Stockwerke präsentieren. Die Idee zur Ausstellung hatte Kunsthistoriker und Kulturamtsleiter Christopher Naumann. Ich habe beide Künstler vor Jahren einzeln kennengelernt, sie bis zum gewissen Grade auch immer begleitet, auch im künstlerischen Werden, gerade auch den Jürgen Wolf. Und so kam mir die Idee, dadurch auch sie beide mal in einer Ausstellung zusammen zu werfen, in Anführungsstrichen, um auch zu schauen, wie sie sich beide quasi miteinander befruchten, miteinander umgehen und die Ausstellungssituation meistern. So viel sei verraten, das Konzept ging auf. Auch oder vielleicht besonders, weil die Arbeiten von Jürgen Wolf aufregend, aber gleichzeitig nicht einfach zu erfassen sind und sie sich ideal mit den farbigen Reliefs von Heiner Thiel ergänzen. Das Besondere ist, dass hier zwei Künstler ausstellen, also der Jürgen Wolf und ich, die sich vorher nicht kannten. Und bei der Ausstellung, Vorbereitung und beim Aufbau sich angefreundet haben, weil wir gemerkt haben, dass wir doch wirklich auch sehr ähnlich denken in unseren Arbeiten, obwohl sie komplett anders aussehen. Was mich fasziniert natürlich ist auch einmal diese hohe Präzision, die in den Zeichnungen, in den Tuschzeichnungen, auch in den Faltungen oder Schnitten hier zu sehen sind, dass also mit einer Akribie gemacht wurde, die wirklich faszinierend ist, ohne dass es kleinlich oder übertrieben wirkt. Das ist ja oft die Gefahr, dass wenn man so präzise arbeiten muss, das muss ich ja auch in meinen Arbeiten, dass das dann hinterher zum Selbstzweck wird. Aber das ist bei ihm nicht der Fall. Im Erdgeschoss findet man diese frühen Arbeiten von Jürgen Wolf. Mit Tusche auf Holz gezeichnete Formen, in denen jeder Betrachter für sich Neues oder anderes entdecken kann. Aber hier ist gerade das Schöne, diese Diagonale, diese Quadratreihen und dann auf einmal in der Senkrechten dann diese Rechtecke. Also das ist faszinierend. Und auch hier gilt wieder, also ich habe praktisch einen Algorithmus mir zurechtgelegt, eine Vorgehensweise, was ich in welchen Abständen zeichnen will. Und ich gehe auch von der Vorgehensweise dann nicht mehr ab. Also die steht und die wird durchgezogen. An der Wand daneben sieht man, wie Wolf mit zahllosen Variationen des Drachenvierecks arbeitet. Diese außergewöhnlichen Zeichnungen basieren auf sogenannte Divisionsalgorithmen. Der nächste künstlerische Schritt erfolgte, als Jürgen Wolf Skalpell und Farbe für seine Arbeiten entdeckte. Die Wirkung seiner Werke veränderte sich. Angefangen mit den einfachen Hilfsmitteln wie Tusche und Rapidograph, irgendwann ein Zeitpunkt erreicht war, wo ich sagte, es muss jetzt ein Schub oder irgendwas anderes kommen. Und manchmal ist es auch so, dass der Zufall da eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Es war nämlich so, dass ich letztendlich meine Papiere selber zuschneide und mit der Schere ist es ein bisschen umständlich, mit Skalpell halten. Da denke ich, da kann man da noch ein bisschen mehr draus machen. Und so sind die Papierschnitte letztendlich entstanden. Aber inhaltlich absolut eine logische Weiterentwicklung. Optisch ein Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber trotzdem eine gedankliche Weiterentwicklung. Wie kam es zur Farbe? Also ursprünglich habe ich sehr schwarz-weiß-mäßig gearbeitet, und zwar mit Tusche und mit auf Holz. Aber dann später, auch durch die Schattenwirkung und mit Papierschnitt, kam es immer mehr dazu, auch mit Farbe, aber dann nicht bunt in dem Sinn, sondern einfarbig. Die Besonderheiten ist das Spiel mit Licht und Schatten, das Spiel mit Geometrie, Mathematik und besonders auch mit dem Thema oder mit dem Material Papier, das ja gerade auch in der Kunstgeschichte, in der Kunst selbst ja immer wieder auch Medium ist. Der Jürgen geht halt ganz anders dran, hat auf der einen Seite das zarte Gefüge, Gefühl von Papier wird vermittelt.
Und in Kombination mit der Mathematik dazu, die da hinten dran steckt, um dann quasi die Motive zu errechnen und zu konstruieren, ist es ein sehr schönes Zusammenspiel, was die Arbeiten so besonders einfach macht. Die ganze Schönheit und mathematische Ästhetik einzelner Kunstwerke Jürgen Wolffs zu erfassen, ist nicht immer einfach. Diese 10 Arbeiten heißen die 10 Gebote. Diese Geh- und Verbote haben sowohl für das Christentum als auch für das Judentum eine große Bedeutung für die theologische Ethik. Wolff übertrug die Gebote in Grafiken, die auf nur ihm bekannte Zeichenkodierungen beruhen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Es kann eine einfache 1-zu-1-Kodierung sein, dass man sagt, zum Beispiel, die Farbe ist der Buchstabe, das wäre eine Kodierung. Oder man kann es viel komplexer machen, so wie ich es eben auch getan habe bei den 10 Geboten. Das sind Algorithmen dahinter gelegt, die auch für den Betrachter nicht ersichtlich sind und nicht nachvollziehbar sind. Und so soll es auch sein, es bewusst so gewählt, in dem Zusammenhang mit sehr komplexen Algorithmen zu arbeiten. Wer sich aber für die reine Schönheit der Wolffschen, mathematisch zahlenorientierten Kunst interessiert, der musste bis unters Dach hochsteigen, wo die neuesten Arbeiten einen eigenen Raum hatten. Das Ergebnis ist sehr toll geworden. Ich hätte nicht erwartet, dass es so eine schöne, harmonische Ausstellung auf der einen Seite ist, dass alles zueinander passt, aber dennoch jeder der beiden Künstler eigenständig seine Werke präsentieren kann und auch wahrgenommen werden kann. Musik